Hi, hier ist Ina. Wir kochen heute Reis. Und zwar möchte ich euch heute erklären, wie man den Reis ganz einfach kocht, ohne Reiskocher. Wir haben unseren tollen Reiskocher, den hat mein Vater geschenkt, als wir in der alten Wohnung waren und unser alter Reiskocher kaputt gegangen ist. Wir haben halt ganz normal mit Töpfen gekocht und deswegen hat er einen für 300 Euro gekauft. Und meinte eben halt, dass jede asiatische Familie einen Reiskocher braucht. Wie dem auch sei, ich weiß, dass nicht jede Familie einen Reiskocher zu Hause hat. Deswegen möchte ich euch das heute zeigen in einem ganz normalen Kochtopf. Und ich weiß auch, dass nicht jede Familie oder jeder einen Asiashop in der Nähe hat. Deswegen möchte ich euch auch zeigen, wie man alternativ zu asiatischem Reis auch einen Reis hinbekommt, der dem sehr ähnelt. Und das ist nämlich der Milchreis. Was ich dazu noch sagen möchte, ist, dass in vielen Supermärkten halt Basmati-Reis als asiatischer Reis angeboten wird. Also es gibt ja in Indien essen ja viele Leute Basmati-Reis, aber auch in so orientalischen Ländern. Und der ist sehr flockig, der ist sehr luftig und trocken. Und das mag ich halt irgendwie nicht. Das ist auch nicht so der Reis, den wir halt in China oder in der Mongolei oder in Thailand essen, sondern das ist der Jasminreis, auch als Duftreis bezeichnet. Und den kann man gut kaufen im Asiamarkt. Und ich war jetzt gerade im Rewe gewesen und da gibt es einen einzigen Jasminreis und der sieht so aus. Also ich meine, es gibt bestimmt auch andere Supermärkte, die mehr eine größere Auswahl haben, aber der bei mir in der Nähe ist, der hat nämlich nur diesen gehabt. Ein bisschen enttäuschend, aber es ist okay. Also das ist eine kleine Portion. Das sind 500 Gramm. Es reicht für eine Mahlzeit. Für eine Mahlzeit für vier Personen, also für eine Familie. Wir kaufen halt immer so einen ganz großen Sack Reis. Der ist hier jetzt nicht ganz so groß. Das ist ein Sack von 4,5 Kilogramm. Der reicht vielleicht bei uns ein Monat, vielleicht ein Monat. Und ja, und beim Reis kaufen ist es so, da achtet man im Asienmarkt auch immer, dass es halt frischer, neuer Erntereis ist. Also aus dem, dass dieser Reis auch aus dem Jahr kommt. Da kann man am besten auch in Asia, also im Asienmarkt die Verkäufer fragen, welcher Reis jetzt gerade frisch und gut ist. Dann haben wir jetzt eben diesen Milchreis, das ist so ähnelt irgendwie, ähnelt dem Sushi-Reis, ist ja quasi auch asiatischer, das ist so ein rundkörniger Reis. Es gibt auch so Milchbruchreis, das ist auch in Ordnung, vom Geschmack her ist es sehr ähnlich. Und von der Konsistenz auch, weil dieser Jasminreis, den wir essen, der ist schon so ein bisschen klebriger als jetzt dieser Basmati-Reis zum Beispiel. Den Langkornreis, den viele Leute hier in Europa essen, den finde ich halt sehr langweilig und auch sehr hart. Also das schmeckt mir halt auch nicht, weil man so richtig kauen muss. Und bei mir muss der Reis auf der Zunge zergehen. Ja, dann fangen wir mal an. Ich zeige euch mal, wie man den Reis in einem normalen Kochtopf kocht. Ah ja, und vorher zeige ich euch kurz meinen tollen Reiskocher für 300 Euro. Der normale Reis dauert 37 Minuten, dann ist der schnelle, der steht dann nicht an, aber das dauert dann ungefähr 20 bis 25 Minuten. Gibt es einen etwas härteren Reis, dann gibt es hier auch noch diesen Reisbrei. Und man kann auch ganz gut nur mit dem Reiskocher dämpfen, das finde ich ganz gut. Man kann hier einstellen, um wie viel Uhr der Reis fertig sein soll. Das heißt, wenn ich jetzt morgens losgehe, kann ich dann einstellen, dass der um 15 Uhr oder um 17 Uhr halt fertig ist, ne? Dann fangen wir mal an, den Reis zu waschen. Dann kommt der ganze Reis hier rein. Dann kommt der ganze Reis hier rein. Dass die ganzen Finger, also die Handfläche, dann quasi unter dem Wasser liegt, so etwas unterhalb der Wasseroberfläche ist.
Und das reicht dann aus für den kleinen Topf, das Wasser. Ich benutze da nur die Hälfte von. So, ich habe hier jetzt zwei Töpfe. Das ist der Jasminreis, das ist der Milchreis und ich habe einen Induktionsherd. Jetzt tun wir einfach die Deckel drauf. Und drehen mal auf volle Pulle. Also beim asiatischen Reiskochen im Topf sollte der Deckel nie aufgemacht werden. Es darf keine Luft rein oder raus. Damit der Reis richtig durch wird, muss der Deckel einfach drauf bleiben. So, man sieht es hier auch schon aufschäumen. Also wir drehen hier runter. Wir drehen hier runter, also das ist jetzt schon okay. Es kommt ein bisschen drin. Wir drehen jetzt hier auf 7 ungefähr. Und das ist auch normal, dass das so ungefähr passiert. Also dann kann man einfach ein bisschen abwischen an der Seite. Das ist kein Thema. So, jetzt hinten, das ist ja ein bisschen stärker, das Feuer. Deswegen drehe ich das runter auf 5. Hier vorne lasse ich das auf 7. Genau, so jetzt sieht man schon hier, dass der Reis schon nach oben gegangen ist und schon aufgequollen ist. Also kann man hier jetzt schon mal runterdrehen auf 3. Also man merkt, der ist schon so gar. Und hier merkt man so langsam, dass der auch hochkommt. Und dann kann man hier hinten auch runterdrehen auf 3. Hier vorne, da tut sich jetzt eigentlich nichts mehr. Das heißt, jetzt wo es aufgekocht ist, soll jetzt in diesen nächsten 15 Minuten das gekochte heiße Wasser in den Reis kommen, sodass der halt auffüllt und durchzieht. So, jetzt so nach 10 Minuten ungefähr kann man auch schon runterdrehen. Also der Reis ist fertig. So, das ist jetzt auch so ein Reis Portionierer oder ein Reislöffel. Man kann halt sehen, wie luftig der jetzt ist. Vergleich dazu ist der andere etwas klebriger oder von der Konsistenz her gar nicht mal so anders. So, man kann das jetzt nochmal auflockern alles, indem man den Reis mal so ein bisschen umrührt. Zwei verschiedene Sorten Reis. Tralala.